Hey Leute und willkommen zu einer neuen Review. Heute habe ich mal im Sonderband, oder besser gesagt im Punisher Sonderband, Dark Region Nummer 1, also Punisher Dark Region Nummer 1. Hier hatte ich mal den Variant Cover, weil es doch größtenteils keinen anderen Cover gab. Ja, hier sieht man schon mal, wie er den The Hood erschießt. Weiteres erfahren wir im Band. Ich glaube, ich schläge schon mal ein kleines Wort zu Dark Region ein. Ja, der Dark Region. Osborn hat sich gerade der Republik als gutherziger, hart arbeitender Mann darstellen lassen wollen. Und sogar die meisten Helden sind blöd genug und arbeiten noch für ihn. Sagte ich alle Helden? Nein. Der gute alte Totenkopf Richard Frank Castle nahm Osborn nochmal wortwörtlich ins Visier. Er drückt die Kugel ab, aber irgendjemand fängt sie auf. Oh mein Gott. Er ist schneller als jede Lokomotive. Er ist stärker als jeder Ochse. Und er hat ein S vorne. Es ist Sentry und nicht Superman. Ja, Sentry. Der möchte gern Blondshop Superman aus dem Marvel-Universum. Leider ist Sentry noch eine Liga zu hoch für den Punisher und er entflieht ihn. Aber jedenfalls nicht ohne zu kämpfen. Der gute alte Punisher hat noch ein paar Tricks drauf. Aber wie es aussieht, naja, kommt das nicht gerade gut bei Sentry an, diese Tricks. Also bleibt ihm nur noch eins. Er sagt einfach, er hat eine Bombe und bin in einem Haus versteckt, die gleich hochgehen wird in der Nähe. Sentry ist natürlich blöd genug, glaubt ihn das und fliegt einfach weg. Der gute alte Frank Eng hat noch Möglichkeiten zu fliehen. Aber leider mit einer Verletzung, die er sich gerade an der Eisenstange zugezogen hat. Ich muss sagen, Zeichnungen sind schon mal richtig gut gemacht. Die Zeichnungen sind von Jerome Oprah, ja. Cover sieht schon mal genial aus. Ich finde, der Punisher ist doch meine zweitliebste Heldenfigur überhaupt. Naja, ist eben halt eine richtig cooler Rächer und die Anti-Helden mögen, für die ist das eben halt das Richtige. Ja Leute, das war's dann. Ich hoffe, diese Review hat euch gefallen.